Und ich komme zu unserem nächsten Gast und freue mich total, dass wir Fatih Çevikulu da haben als Gast, der nochmal eine künstlerische Auseinandersetzung vielleicht macht. Auf jeden Fall ist er Kabarettist und Schauspieler. Ich habe ihn erlebt beim politischen Aschermittwoch der Grünen. Das war ein sehr, wie soll ich das sagen, freudiger Anlass. Jetzt haben wir heute ein sehr ernstes Thema. Trotzdem freue ich mich wirklich sehr, dass Sie gekommen sind. Und ich weiß nicht, von wo aus, vom Pult aus. Super. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Fatih Çevikoğlu, das ist türkisch, auf Deutsch heißt das Fatih Çevikoğlu. Ich bin jetzt für den Teil zuständig, der jetzt hier ein bisschen Leichtigkeit und Witz reinbringen soll. Das ist auch meine Profession, das soll kein Problem für mich darstellen. Gleichwohl möchte ich anmerken, dass das auch ein besonderer Moment für mich ist. Das muss Sie jetzt nicht weiter beschäftigen und ich werde im Verlauf meines Vortrags nicht nochmal das Auditorium siezen. Das passt nicht. Genau. 30 Jahre Solingen, 30 Jahre Solingen, das heißt 60 Jahre Einwanderungsgeschichte. Und nach 30 Jahren, nachdem Menschen hier schon gelebt haben, hier hingezogen sind, hier gearbeitet haben, hier ein Teil der Gesellschaft wurden, als solche nie gesehen wurden, sind Anschläge passiert. Solingen ist nur einer von vielen verschiedenen. Aber was wir festhalten können, ist, glaube ich, dass wir seit Anfang der 70er, seitdem klar wurde, dass der Anwerbeabkommen wurde gestoppt und der Familiennachzug wurde genehmigt, ab dann war klar, diese Menschen sind ein Teil unserer Gesellschaft. Und als solche wurden sie vielleicht frühestens 2000 gesehen, vorher nicht. Und was seitdem eigentlich immer Staatsräson, wie du so schön gesagt hast, war, ist, dass die Haltung den Menschen, den Arbeitsmigranten, die hier hingekommen sind, immer eine ablehnende war. Das ist jetzt der theoretische Teil. Und in der Praxis sieht das so aus, dass ich bin Jahrgang 72, ich bin auch ein Kind der 70er, das am eigenen Leibe erfahren habe. Und diese Situation, wie sie hier in Deutschland geherrscht hat und herrscht, führt zu zwei Wegen für die Menschen, die damit umgehen müssen. Ich will sie nicht betroffen nennen, sondern empowern sagen, die damit umgehen müssen. Führt es in zwei Richtungen. Entweder sie bilden Resilienz und stellen Widerstandskraft oder sie brechen darunter zusammen. So, diese Bewegung gibt es. Der Großteil, kann ich glaube ich sagen, hat einen Widerstand daraus entwickelt und ein Teil hat auch darunter gelitten und leidet bis heute bis hin zu psychischen Problemen. Aber jetzt wird's lustig. Und in der Praxis sieht das so aus, dass es, um es am Beispiel einfach deutlich zu machen, ist es so, dass wenn du hier geboren wirst und aufwächst, wie es mir passiert ist, ich kann da nichts für. Und wenn du dann hier so aufwächst und so aussiehst wie ich, jetzt nicht so gut, aber halt so aussiehst wie ich, dann ist es halt so, dass du einen türkischen Pass bekommst. Ne? Und mit diesem Pass musst du dann, so sieht das Gesetz in unserem Land und in unserem Bund vor, zum Amt gehen mit dem 16. Lebensjahr, kriegst du einen eigenen Pass und musst deinen Aufenthaltstitel übertragen lassen in das Papier, was dich dem türkischen Staat zuordnet. Und das ist wiederum unterteilt. Es gibt Aufenthalts, zu der Zeit gab es Aufenthaltserlaubnis und es gab Duldung und Berechtigung. Und die Berechtigung ist das Höchste, was man bekommen kann in Deutschland. Recht ist das Höchste, was es gibt in Deutschland. Und mit anderen Worten, die Rechte haben eine lange Tradition in Deutschland. Wer es versteht. Und so geschah dem auch, dass ich dann zum Amt musste und ich, stell dich vor, ich in 16-jährig mit meinem türkischen Pass bewappnet, ging zum Amt in Köln-Nippes, wo ich herkomme und stand dann da. Und das in der Praxis, das ist schon sehr lange her, aber veranschaulicht vielleicht die Situation in unserem Land, wie sie vielleicht bis heute noch ist, stand dann da und musste dann bei C wie Çevikoğlu mich dann da anstellen. Und in dem, das war ein Großraum mit drei Tischen und davon waren zwei gar nicht besetzt. Eine Frau saß da und behandelte die Antragstellen oder die Menschen, die da halt was zu tun hatten, die Sachbearbeiterin. Und da war jemand vorher. Vorher saß da eine Frau, die sah, wie soll ich sie beschreiben, dass du ein Bild sofort hast. Das war eine türkische Mami. Hast du ein Bild vor Augen, wenn ich türkische Mami sage? Wie sieht das Bild aus? Klein, no body shaming, just describing,
und Kopftuch. Ein buntes Kopftuch, damit du auch weißt, wo oben ist. Hier darfst du nicht lachen, ich weiß. Und auf der anderen Seite saß genau dasselbe Modell, Frau, nur ohne Kopftuch. Hier darfst du lachen, machst du auch nicht, okay? Das ist auch eine soziologische Studie, dieser Vortrag, ne? Weil du denkst ja mit die ganze Zeit, ich weiß das. Und jetzt saßen die sich halt gegenüber und dann sagte die Frau ohne Kopftuch zu der Frau mit Kopftuch, wo wohnen Sie? Und dann konnte die Frau mit Kopftuch schwerlich Deutsch und sagte so, aber sie war nicht alleine, weil um sie herum waren 3 Satelliten, 3 Kinder und die konnten alles. Die haben sofort geklärt, wir sind die und die, wir kommen da und da, wir machen das und das, haben das Ding geklärt, haben das Ding abgeschlossen und dann ist sie, Baba, Mama und die Kids sind raus. So. Und dann war ich an der Reihe. Und dann stand ich mich dahingestellt und da hat so gestanden, wie du mich jetzt hier siehst. Ne? Und habe nichts gesagt und die Dame sieht mich und da fängt die Gesellschaft an zu arbeiten. Die Dame sieht mich, eine Sachbearbeiterin im Bezirksamt Köln-Nippes sieht mich, den jungen 16-jährigen Fatih Cikicokoglu, sieht mich und sagt, Ihren Ausweis! Und ich dachte, sag mal nix. Das könnte lustig werden. Und wurde es auch. Sie wollte meinen Ausweis, ich tat, wie mir gehießen wurde, ob das korrekt ist, aber deutsch-schwedisch, weißt du. Und dann hat sie den Vorgang abgeschlossen und mir meinen Pass wiedergegeben, ich habe die Aufenthaltserlaubnis bekommen, noch nicht mal recht, Aufenthaltserlaubnis, da sollte ich mal hier nicht so sicher fühlen, der junge Mann, wir können ihn jederzeit abschieben, Erlaubnis bedeutet nichts, ne, dass du hier geboren und gewachsen bist, bedeutet auch nichts, du kriegst hier einen Pass, türkisch Pass, Erlaubnis, so, ne. Und hat mir den Pass wiedergegeben und ich habe bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Wort gesprochen und sie sagte dann noch so, und sie war gut. Sie war gut im Sinne von den Ausländer verstehen und dem Ausländer helfen. Hat dann gesagt so, wenn Sie noch Fragen haben, können Sie in dieser Broschüre, es in Ihrer Sprache, Türkçe, Ihre Sprache, nochmal nachlesen. Sie hat es gut gemeint. So. Aber die Frage jetzt, was machst du mit so einer Frau? Was machst du in dieser Situation? Das ist Realität in der Bundesrepublik Deutschland. Was machst du da? Das ist mal ernsthaft. Also wir lachen, was machst du da? Stehst du da, ne, ein Karussell an Gefühlen in dir und ich biete dir in der Retrospektive, in der kontemplativen Nachbehandlung, biete ich dir 3 Möglichkeiten an, die man da machen kann. Ne? Möglichkeit Nummer 1 ist die einfachste, die fällt dir sofort ein, du stellst dich hin und formulierst so einen Satz durch und haust der Frau das so rechts und links um die Ohren. Nur du stellst dich hin und sagst dann sowas wie, vielen Dank für die Information. Sollte ich noch offene Fragen haben, werde ich Sie im Rahmen der Öffnungszeiten besuchen und diese offenen Fragen schließen. Kleiner Tipp von mir am Ende, Augen auf bei der Berufswahl. Schönen Tag noch. Aber das ist billig. Das ist schäbig. Das ist Rachelüstern. Das sind wir nicht. Das sind wir nicht. Wir sind souverän. Wir sind entspannt. Wir sind Chef. Stehen im Landtag und sprechen. So. Das machen wir nicht. Das ist eine Möglichkeit, aber wir haben die Wahl. Wollen wir das? Nein. Möglichkeit Nummer 2 ist ein bisschen weiter vorne und funktioniert nach dem Prinzip, arbeite mit dem, was da ist. Du kannst immer nur arbeiten mit dem, was da ist. Auch jetzt gilt, arbeite mit dem, was da ist. Mehr ist nicht. Dasselbe gilt auch für dich. Du musst mit dem arbeiten, was da ist. Mehr ist nicht. Und wenn du in so einer Situation bist, dass du so eine Ansprache bekommst, dann musst du ihr mit dem arbeiten, was sie da ist. Wenn sie so schon spricht, dann gibst du ihr das, was sie denkt. Sie spricht dich so an, du stellst dich dann hin und sagst dann sowas wie, Deutschland gut. Sie hat das Bild im Kopf, wie sie sind, dann bestellst du, wie sie sind und die Welt ist im Döschen. Alles ist gut. Die Liebe hat gesiegt, und das Leben geht weiter. Version Nummer 2.
ne? Auch praktikabel und auch anzubieten. Aber meine Lieblingsversion und die heutigste und die aktuellste Version sozusagen ist Version Nummer 3. Und die spiegelt unsere Gesellschaft vielleicht in Gänze wider. Du stehst da, hörst diese Frage, es entsteht diese Stille, die nach einer bestimmten Zeit auch unangenehm wird. Und in diese unangenehme Stille hinein klingelt dein Taschentelefon. Und wir alle wissen, es ist auf den Ämtern verboten, sein Taschentelefon, vergiss es zu telefonieren, zu benutzen. Und es gibt sogar für die, die der Sprache nicht mächtig sind, gibt es Piktogramme, Handy nein, so, ne, dass du es auf jeden Fall schnallst. Und es klingelt da dein Handy vor der Frau und was machst du? Du gehst dran. Du nimmst das Handy raus und sagst, du, ich kann gar nicht, ich bin auf dem Amt und du glaubst es nicht, die können überhaupt kein Deutsch hier. So. Ich danke dir sehr für diesen freundlichen Applaus. Dass, somit ist, glaube ich, die Schuldigkeit erbracht, dass ich das hier humoristisch aufarbeiten und bereiten und stellen kann. Das ist mir sehr wichtig. Aber thematisch ist es natürlich so, dass wir hier der Anschläge in Solingen wegen zusammengekommen sind. So ein Satz. Der Anschläge wegen in Solingen zusammengekommen sind. Deutschleistung. Und wir da auch neben dem Witz auch eine Ernsthaftigkeit sozusagen reinbringen müssen. Und Solingen war für mich mein NSU, wenn du so willst. Das war mein eruptives, disruptives, irritierendes und ich möchte sagen, sogar verstörendes Erlebnis. Ne? Als Kind, ich bin Anfang 70er, 72 geboren. Zu der Zeit war ich 21. Jetzt kannst du ausrechnen, wie alt ich jetzt bin. Und war sehr irritiert, war sehr damit beschäftigt, eine Kölsche Jung zu sein und in Köln zu sein und glücklich und gut zu sein und zu Hause zu sein. Und dann brennt nebenan die Hütte und Menschen sterben, weil sie so aussehen wie ich. Mich hat das tief irritiert. Und Sprung zum NSU. NSU war eine mindestens genauso große Irritation gesamtgesellschaftlich. Klammer auf, mein persönlicher Vorwurf an mich, dass als es in Mülheim der Anschlag war, habe auch ich da gestanden und gedacht, so ja komm, Kanacken, die werden schon irgendwas mit sich selber gemacht haben. Ich selber habe im Kopf den Kardinalfehler begangen und die Opfer in der Tatnacht sozusagen noch zu Tätern gemacht. Dafür schäme ich mich bis heute. Aber vielleicht ist das auch ein Ausdruck unserer gesamtgesellschaftlichen Wahrnehmung unserer selbst in der Gesellschaft. So. Und als ich dann über den NSU ein tolles Buch gelesen habe von Stefan Aust und Dirk Labs, das heißt NSU, der Heimatschutz, bin ich auf eine Passage gestoßen, die mich sehr sehr angeregt hat und die möchte ich hier kurz zum Besten geben, wenn es erlaubt ist. Die bezieht nämlich den Anschlag in Solingen auf die, oder verbindet den Anschlag oder die Anschläge, muss man sagen, mit dem Mauerfall, bringt das in Verbindung. Und das finde ich einen sehr interessanten Punkt, dass als die Mauer fiel und 16 Millionen Deutsche zu richtigen Deutschen gemacht wurden, gab es einen Moment der Irritation, der hier festgehalten wurde und den möchte ich kurz wiedergeben, weil ich den politisch gar nicht auf dem Schirm hatte und wichtig finde zu betonen. Ich versuche das jetzt mal vorzulesen. Hier steht hitzig, das wurde eben schon Frau Ben Bein, ist auch eine geile Runde heute, nur Leute auf der Bühne, deren Namen man nicht aussprechen kann. Geil. Mark Tekezines, Fatih Cekicioglu, Karima Ben Barim, super, sehr gut. Das ist, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Genau. Und Frau Verena Schäfer, Sie machen das sehr gut. So. Genau. Es gab da der Text geht wie folgt, hier ausgehend von dem Asylkompromiss Anfang der 90er, der dann da gesucht wurde, heißt es, hitzig wird in der Hauptstadt diskutiert, wie das Asylrecht eingeschränkt werden kann, wann man den Artikel 16 des Grundgesetzes, politische Verfolgte genießen Asylrecht, abschaffen oder umschreiben könnte, obwohl in Ostdeutschland noch bis zum Frühjahr 1992 ein ganz anderes Thema die Diskussion dominiert hatte. Der Währungsschock.
Vom 1. Juli 1990, als die D-Mark in ganz Deutschland eingeführt worden war, hatte die Volkswirtschaft Ostdeutschland schwer getroffen. Der Markt in Osteuropa brach seitdem Stück für Stück weg. In einem internen Vermerk des Bundesfinanzministeriums hieß es schon im März 1991, dass nur 700.000 von damals 3,4 Millionen Arbeitsplätzen in der Industrie überleben werden. Seit Monaten hatten konservative Innenpolitiker Interview für Interview, Schlagzeile für Schlagzeile ein anderes Thema in den Mittelpunkt gerückt. Deutschland werde, so stellten vor allem Innenpolitiker der CDU fest, von Asylbewerbern gleichsam überrannt. Der Generalsekretär der CDU, Volker Rühe, schreibt im September 91 an die Parteifreunde im Land, dass sich der Brief mit einer besorgniserregenden Entwicklung befasst. Der Zahl der Asylbewerber. Rühe fordert, dass die Einzelprüfung, die das Grundgesetz vorsieht, abgeschafft wird und so Bewerber schneller abzuschieben. Ich bitte Sie daher, die Asylpolitik zum Thema zu machen. Zunehmend sind in der Folge nicht mehr Soldaten der Roten Armee oder linke Jugendliche, sondern vor allem Asylbewerberheime Ziele der Gewalt geworden. Also was ich sagen will ist, oder was ich hier lese und was mich schockiert hat, das mag für den einen oder anderen klar gewesen sein, diese rassistische Welle wurde in einem Moment angefeuert seitens der Politik, als wir im Osten ganz andere und große Probleme hatten. Nach dem Motto, bevor die hier gegen uns rennen, lass mal den zu Recht irritierten Ostdeutschen ein paar Sündenbocke anbieten, die Kanaken waren es, worum es euch doch scheiße geht. Und das irritiert mich bis heute. Und abschließend möchte ich, ist das jetzt ein frisches Wasser? Nein? Hast du es getrunken? Ja? Dann trinke ich es auch. Ich habe dir das Wasser. Und abschließend möchte ich, Stichwort künstlerischer Ansatz, mich hat das tatsächlich damals sehr, sehr irritiert einfach, wenn die Selbstverständlichkeit deines Seins in Abrede gestellt hat und das Ableben deiner Gleichen hier schulterzuckend hingenommen wird. Ne? Mölln, Solingen ist eins. Bei Mölln hat noch der Sprecher von Kanzler Kohl noch gesagt, so, er mache keinen Beilatztourismus. Ne, das war nicht in Solingen, das war in Mölln. Da könnte ich heute noch drüber abkotzen. Ich weiß nicht, ob du es erwähnt hast. So, aber das hängt alles zusammen. Und wenn die Nerven dann halt blank liegen und du halt gewillt und berechtigt bist, mit einem Baseballschläger durch die Gegend zu gehen und alles kurz und klein zu hauen, ist das eine Möglichkeit, aber Gewalt war nie eine Option. Und ich habe dieser Zeit, ich war damals Rapper, also ich bin Kabarettist auf dem zweiten Bildungsweg, eigentlich bin ich Rapper. Und ich habe damals Texte geschrieben und es war ein Text, der mich damals gerettet hat, also einfacher, höher, tiefer, simpler kann ich es nicht sagen. Die Gefühle, die das da damals mit mir ausgelöst haben, konnte ich kanalisieren an einem Text. Und dieser Text ist inzwischen 30 Jahre alt und klingt aber wie heute Morgen oder letzte Woche oder ein Text, den ich nächste Woche schreiben werde. So klingt der. Und mit dem möchte ich, wenn ich abschließen, doch noch einen künstlerischen, poetischen Punkt setzen. Der Text, der mir damals das Leben gerettet hat, mein Seelenleben sozusagen, um das ableiten zu können, ging so, es hieß, Papier ist geduldig, ich will wissen, wer ist schuldig, sind das immer mehr Nazis, die Asylanten attackieren, ist das mutig, blutig, nein, ich bin nervös, weil die Atmosphäre fühle ich Gewalt auslöst oder kann, wer ist dran, bleib ich verschont von diesem Bann, Verwirrung in den Köpfen, keiner kann Ideen schöpfen, wir nähern uns dem Richter im Land, Denker und Dichter, wer spricht da, wer schreit, sind alle Mann bereit, ist sie schon vergessen, die Vergangenheit, ich glaube nicht, oder doch, und wir hoffen alle noch auf den Frieden und den Segen, von dem so viele Menschen reden, mit Kerzen in den Händen, glaubten Sie, was zu bewegen? Wir werden es erleben, kein Segen, kein Regen, aber ein dickes, fettes Erdbeben. Eben nach diesem Beben wird es kein Leben geben. Und wenn wir untergehen, werden wir euch mitnehmen. Um auf einer persönlich pointierten, guten, positiven Note zu enden, möchte ich meinen Schlussgag noch anfügen, der vielleicht bekannt ist. Und wenn nicht, wirst du ihn jetzt kennenlernen. Mir wäre wichtig, dass du weißt, dass wir alle wissen, ich repräsentiere Deutschland. Stopp, 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 stopp. Hast du diese Schrecksekunde gemerkt? Also, ach so, nee, Spaß, Spaß. Das ist kein Spaß.
Das ist auch nicht von mir. Das ist eine Erfahrung. Wenn ich unterwegs bin in der Welt, im Ausland, und ich meine jetzt richtiges Ausland, jetzt nicht so Köln-Düsseldorf, richtiges Ausland, sagen die Leute, und du kennst das, woher kommst du? Und was sage ich dann wohl? Genau, ich sage, ich komme aus Deutschland. Und dann gucken die auch alle so wie du. Und dann sage ich, ja, so sehen die jetzt aus. Dankeschön.